Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Der Lukas schläft und der Garda wundert sich gerade, welche Folge wir haben. Aber dafür haben wir jetzt Tag. So, Lukas, guck mal hier. Ich habe jetzt hier unser tolles, weil hier so kommen die Tiere nicht raus und man kommt die einfach rein. Man hat hier nicht mehr das Problem mit dem Dings und mit dem Bums und ich finde das einfach toll. Sieht zwar scheiße aus, aber... Schön. Ja, ja. Du mich auch. Hast du Kobbel dabei? Ich habe Kobbel dabei. Ich kann nicht zuschmeißen mit Kobbel. Ja, im letzten Teil habt ihr mal gesehen, was passiert, wenn man dem Garda sein Geld wegnimmt. jedenfalls, bleibst du, Schwein! So, Schnitzel. Jedenfalls, was ich sagen wollte, das Problem dabei war, dass ich natürlich enraged bin, wie sich das gehört, für Leute, die immer noch anerkennen, dass Leute irgendwelche Leistungen erbringen und Leute irgendwie Leute sagen viel zu oft, obwohl einmal Leute sagen reichen würde. Und heute haben wir ein anderes Thema in dieser Ausgabe, beziehungsweise ja, heute. Für die Leute ist es heute, ne? Weil die Leute ja jeden Tag eine Folge sehen. Aber irgendwas stimmt mit der Aufnahmeaktualisierung nicht. Wie spät ist es? 16:40 Uhr. 16:38 Uhr. Ja, dann passt das doch. Ich dachte gerade, das ist irgendwie verwirrt hier. Gut, ja. Da sind wir drauf gekommen, weil der Lukas euer Feedback durchgelesen hat. Und das ist natürlich auch eine Sache, die ich nochmal kurz ansprechen wollte. Auch so eine Feedback, so Kommentare schreiben in so, zu Videos und so. Auch das ist natürlich eine Riesenmotivation für jeden YouTuber. Und ihr kennt vielleicht so Kanäle, wo Leute gerade anfangen, YouTube-Videos zu machen. Und dann haben die vielleicht so 5 Views auf dem... Wo kam der denn her? Dann habe ich vielleicht 5 Views im Channel und auf einzelnen Videos, meine ich. Ich finde es immer cool, wenn man auch diesen Leuten Feedback gibt, vor allem auch konstruktives. Wir haben ja bei uns viel Feedback, dass wir haben ja einen Typen, der jeden Tag einen Daumen runter gibt, ne? Haben wir ja, also das, der Typ ist auch richtig cool, weil er zeigt es uns ja so richtig. Ich mag konstruktives Feedback. Wenn er zum Beispiel sagt, hier... ich finde, ihr solltet mal so und weniger so, ne? Das wäre ja, da könnte man. Das wäre toll. Ja, und bei solchen neuen Channels, da kann man ja auch mal sagen, so, hier, pass auf, deine Videos, du hast ja gute Ansätze, aber und so. Und wir lesen das ja auch und überhaupt ist der Lukas verschwunden. Ich bin gerade zu Hause. Soll ich was mitbringen? Ja, ich hätte gerne ein Eis. Ah, ich mache mir gleich ein Eis. Oh, lecker. Eismaschine. Mm. Ich habe noch irgendwo... Früchte habe ich noch. Dann mache ich mir so hier schönes Früchte-Eis. Mm. Du hast eine Eismaschine? Ich habe eine Eismaschine, ja. Mm. Oh, da habe ich jetzt Lust drauf. Oh, ich kriege Hunger auf Eis. Mm. Ja, bevor die Fragen nach dem Rezept kommen. Früchte-Eis, da nehme ich so eine Tiefkühlfruchtmischung. Die gibt es im Supermarkt des geringsten Missvertrauens normalerweise. Und dann... von der Mischung her mache ich das sehr ungesund. Dann nehmen wir mal so ungefähr 200 Gramm von den Früchten, 100 Milliliter Sahne und so 200 Milliliter Milch oder 250 oder 300, je nach Geschmack, wie intensiv das werden soll und wie groß eure Eismaschine ist. Bitte? 3 Kilo Zucker. Und ja, ich nehme meistens 60 bis 70 Gramm. Normalerweise sollte man 100 nehmen, aber ich mag das nicht so übersüßt, das Eis. Und eine Prise Salz, das wissen die meisten nicht. Prise Salz, damit das Eis cremiger wird in der Eismaschine. Viele Leute glauben ja, wenn man Salz da rein tut, dann schmilzt das doch. Nein. Durch Beigabe von Salz erreicht man, dass die Eismaschine langsamer an die Temperatur heran oder irgendwie die kristalline Struktur sich langsamer ausbildet und deswegen wird das Eis dann cremiger. Kann man auch durch Sahne erreichen, aber Sahne geht ja meistens so ganz direkt auf die Rippen. Also wenn ihr euch den Lukas anguckt. Ne, bei Lukas geht es in die Länge, ne? Also, ja. Hm. Bist du jetzt fertig mit Wachsen oder willst du noch ein bisschen weiter wachsen? Keine Ahnung, momentan wachse ich schon noch. Alter. Hör mal auf damit. Hm.
So, ja, gut. Nachdem wir jetzt das Eisrezept haben, kommen wir mal wieder zu auch leckeren Sachen. So, Lukas baut jetzt hier also unsere Mechanik rein, die dann dazu führt, dass wir hier eine automatische Weizenfarm haben. Und ich mache mal wieder Musik. Ich habe jetzt da keine Musik eingespielt. Ich habe mich auch in der letzten Folge so aufgeregt, dass ich keine Musik gespielt habe. Ah, das haben wir letztes Mal schon gehört. Nehmen wir mal Fallen Sky. Aus dem Trailer zu Fallen Sky. Die Musik. Auch daran haben wir die Rechte. Schöner Titel. Bei mir gibt es Übrigens. halt noch Chili. Bitte? Bei mir gibt es halt noch Chili. Bei mir gibt es Reste. Also ich habe noch, ich weiß nicht, was ich daraus mache. Ich muss mir überlegen. Ich habe überlegt, ob ich das noch zum Gratin überbacke. Ich habe hier noch frische Möhren aus dem Garten mit Kartoffeln. Könnte ich eigentlich mal eben kurz noch so kurz in den Ofen schieben, ein bisschen Käse drüber, ein bisschen Zwiebelchen noch dazu und so. Aber ich weiß noch nicht, mal gucken. Oder hier Hinterkochschinken. So, also wir haben jetzt hier Pistons eingebaut, beziehungsweise der Lukas. Jetzt müssen wir die so verkabeln, dass die hochstehen. Und dann werden wir Oberwasser reinfüllen. Und dann könnt ihr mal angucken, wie dieses automatische Ding funktioniert. Ich muss mal eben umgucken. Ich glaube, wir haben noch nicht. Haben wir den? Jetzt können wir auch mal eben gucken. Beziehungsweise ich. Und zwar. Ah, doch, ja. Was der Auffangbehälter wäre. Und da kommt dann später ein Trinkerzug vorbei und der sammelt dann die Sachen ein. Da braucht man noch niemals da reinzuklettern und die selber rausholen. Das ist also unser endgültiges Ziel. Und dann haben wir immerhin schon mal gewährleistet, dass wir hier nicht mehr verhungern, obwohl ich glaube, dass sich irgendwie was an der Schwierigkeit geändert hat, sodass es leichter ist, nicht zu verhungern, aber gut. Hast du eine Schaufel? Ich habe eine Holzsch. Nein, ich habe keine Schaufel. So, die Pisten sind alle oben. Was hast du das denn gemacht? Du bist ja leise oder die Musik ist sehr laut. Eins von beiden. Ah, mit Fackeln, okay. Ja, und das Prinzip ist dann, wie ich gerade schon erwähnte, dass da quasi das Wasser darin gehindert wird, da runterzulaufen, und auf Knopfdruck wird brechen dem Wasser alle Dämme, und wenn dem Wasser alle Dämme brechen, fließt das Wasser hier über die. Wir haben Maulwürfe. Wir haben Maulwürfe in unserem Weizen. Dann fließt das Wasser über das Getreide, dadurch wird das Getreide geerntet, und was man dann natürlich von Hand machen muss, ist das ganze Ding neu einsäen. So, und jetzt gucken wir mal, was der Lukas. Wir gucken jetzt mal heimlich, was der Lukas macht hier. Und ich spiele den nächsten Titel direkt hinterher hier. Den hatten wir schon. Creepy, passt doch gut. Was der Lukas da macht, ist nämlich auch creepy. Der schleicht hier rum. Weiß so genau nicht, was er will, glaube ich. Jetzt gräbt er hier. Go, Lukas, go! Guckt ein bisschen ratlos. Hätte ich mal eine. Habe ich doch. So. Ja. Wie weit muss ich noch? Ich sehe das gar nicht. Gräbst du in die Richtung? Wie ist das nicht weiter hier? Doch. Bist du noch ein bisschen oder nicht? Da bin ich blind. Ich war das so nah dran? Ja, habe ich nicht gesehen. Okay. Hier, Verkabelung, ne? Mal gucken, wie Lukas das macht. Oh, ist das gruseligste Musik. Ich finde ja, wir sollten das ganze Ding hier untergraben. Repeater wäre nicht schlecht. Ja, hätten wir mal welche. Hallo Schweinchen. Hallo Muku. So, ich könnte ja eigentlich. Ah, man kann keine Schafe weiß färben, aber. Weil wir brauchen für den Leuchtturm unbedingt weiße. Obwohl, eigentlich könnte der Six ja einen bunten Leuchtturm machen. Also nicht so langweilig rot-weiß hat ja jeder.
Also mal United Colors of Garderol oder so. Mach mal lieber rot-grün. Entschuldigung, ich musste mal ganz kurz die Räusper-Taste drücken. Was sagtest du, Lukas? Nein, ich will es gar nicht wissen. Wir könnten ihn schwarz-gelb machen. Ja. Da werden sich viele BVB-Fans freuen. Stuttgart sah ja nicht gestern auch so gut aus, Lukas, hä? Keine Ahnung, ich guck keinen Fußball. Was mich an die Leute erinnert, die ganz stolz immer erzählen, ich habe keinen Fernseher, das ist mir einfach zu schlecht. Und da frage ich mich einfach nur, Leute, habt ihr eigentlich irgendwie schon mal einen Knall gehört oder so? So, wir packen mal hier Kohle rein und das Essen da rein. Und dann, wenn das Essen raus ist, packen wir auch schnell Cobblestone da rein und dann... Moment, wir die Kohle nicht verschwenden, ne? So. Knochen haben wir auch, Leitern haben wir auch, Sticks haben wir auch. Weizen. So, da müssten wir jetzt eigentlich mal hier vorne noch so eine... Das mache ich mal eben. Schon wieder keine Musik an. Nächster Titel. Prepare for Battle. Passt ja toll, wenn ich eine Kiste bauen will. So, dann können wir nämlich in die einen hier den Weizen reintun und in den anderen unsere Samen. Hey, er hat gesagt, unsere Samen. So. Ich könnte da Doppelkisten hinmachen. Wo wir schon mal dabei sind. Ach, ich hab schon mehr kein Holz mehr. Ja, Ich hab wirklich kein Holz mehr. Ich muss mal Holz fällen gehen. Ja, haben wir noch weitere Fragen, die du rausgesucht hast, Lukas? Für eine haben wir noch Zeit. Das waren alles nur so Fragen wie, wie komme ich auf den Server? Welches Texturenpack? Genau. Aber das, wie komme ich auf den Server, könnte ich eigentlich genau erklären. Ja. Ich will, ich soll. Ja, aber du musst lauter sprechen, okay. Immer noch. Aber erst das Skelett. So. Ach. Denn die sollen kommen. Im Schlafen, zack. Schnell. Also, wenn ihr auf unseren Server wollt, du kriegst. Wenn ihr auf unseren Server wollt, dann. Alter! Sucht ihr das Forum unter mmoinfos.de. Geht dort oben links. Zweite Karteikarte, oder wie man das nennt. Reiter! Lukas, Reiter. Müsst du eigentlich wissen. Geht auf den zweiten Reiter, klickt auf die zweiten Vorschlag auf Minecraft, dann sucht ihr das Forum unser Minecraft-Server raus, lest euch dort den Tweet, wie komme ich auf den Server durch und die Regeln und die Fakten. Wie spricht man das eigentlich aus? Was? Die Fuck, Lukas. Ja, Frequently Asked Questions. Fuck. Genau. Die lest ihr euch durch. Weiß ich nicht, was da so lustig ist. Ich auch nicht. Hihi, er hat Fuck gesagt. Du musst dich beeilen, du hast noch 20 Sekunden, genau. Das zu erklären. Die lest ihr euch durch, dann geht ihr auf den Tweet, geht ihr zurück, klickt das Forum Bewerbung für unseren Minecraft-Server oder wie auch immer an. Schreibt dort eine Bewerbung, wie es in den wie komme ich auf dem Minecraft-Server beschrieben wurde. Schreibt so die Bewerbung. Der Rest steht ja auch in dem Beitrag. Ja, und damit endet hier, weil unser Thomas Gottschalk-Überzieher hier hat schon wieder überzogen. Bis zum nächsten Teil. Tschüss! Unser Minecraft-Server läuft auf den superschnellen Servern von gamix.net. Power für echte Gamer.